Der 18. Länderpokal der deutschen Handballjugend. Hier, wo sonst die Nachwuchssportler von morgen ausgebildet werden, kämpfen die vielversprechendsten Jugendhandballer um den Titel Bestes Bundesland der Republik. Wir versprechen uns zum einen erstmal, dass wir auch unsere Jugendlichen aus den Vereinen natürlich in die Halle holen, die gucken, sich auch vergleichen können mit den besten Talenten Deutschlands. Dass es einfach ein Event auch wird, auch für die Mannschaften, die hier teilnehmen. Und natürlich hoffen wir auch, dass unsere Berliner Mannschaft möglichst weit kommt. Und damit rein ins erste Spiel. Auf dem Gelände des Sportforums Hohenschönhausen kam es in zwei Hallen zum Hammer-Aufeinandertreffen der 8 besten Auswahlmannschaften Deutschlands. Spiel 1 in der Lilli-Henoch-Halle bestritten der HV Mittelrhein und der von Bob Hanning geleitete Handballverband Berlin. Die Zuschauer sahen gleich zu Beginn ein tolles Spiel mit klasse Toren, hart geführten Zweikämpfen und fantastischen Torwartparaden. Bis zur Halbzeit konnte sich kein Team richtig absetzen, folgerichtig der enge Spielstand von 9:8 aus Berliner Sicht. Doch dann im Durchgang 2 die Wende. Der HV Mittelrhein drehte entgegen aller Expertenaussagen das Spiel und konnte bis zum Ende der Partie in Front bleiben. Der Jubel über den 20:18 Erfolg über Favorit Berlin riesengroß. Unser Ziel ist, den Länderpokal zu gewinnen, auch wenn wir nicht die Favoriten sind. Aber das haben wir von Anfang an gesagt, dass wir nicht hinkommen, um, sag ich mal, Spaß zu haben, sondern wirklich was zu gewinnen. Und jetzt fühlen wir uns auch ein Stück weit bestätigt durch den Sieg jetzt und jetzt sehen wir, wie weit es reicht. Die erste kleine Überraschung also perfekt. Der Handballverband Mittelrhein schlägt den Favoriten aus Berlin mit 20:18. Und damit ab in die Haupthalle zum nächsten Spiel. In der Haupthalle standen sich zunächst Sachsen-Anhalt und die Auswahl aus Bayern gegenüber. Bob Hanning sagte vor dem Turnier, dass dieser Wettbewerb fast attraktiver sei als das Profigeschäft, denn die Jungs würden hier Leidenschaft und Einsatzfreude zeigen. Das war bereits vor der Partie deutlich zu sehen. Zu Beginn war dieses Match noch sehr ausgeglichen. Bayern in Blau legte zwar den ersten Treffer hin, aber bis zur 10. Minute konnte sich kein Team so recht absetzen. So weit, so gut, doch dann nutzte Bayern seine Chance besser und ging erstmals mit 2 Toren in Front. Hier das 9:7 von Jannis Hesse. Sind in der ersten Halbzeit mit unseren Nerven nicht zurechtgekommen, haben einfach viel zu viele freie Chancen auch verworfen. Dazu stand die Abwehr nicht so sicher, gehen mit -7 in die Pause. Um genau zu sein, stand es zur Pause 10:17 aus Sicht von Sachsen-Anhalt. Alle Hoffnungen wurden also in den zweiten Durchgang gesetzt und der ist dann auch schnell erzählt. Zwar nutzten die Jungs in Schwarz ihre Chance etwas besser, doch solche Gelegenheiten wurden dann trotzdem ausgelassen. Bayern spielte seinen Stiefel dann locker runter und konnte das erste Vorrundenspiel mit 28:21 für sich entscheiden. Gelegen hat es daran, wir haben also eine sehr, sehr, sehr dezidierte Spielanalyse gemacht und waren auf deren taktische Mittel überwiegend eingestellt. Am Anfang haben wir ein bisschen mit den Kreisproblemen gehabt, aber nachher haben wir uns klar an die Absprachen gehalten und das war letztendlich der Schlüssel zum Sieg. Im nächsten Spiel wartete auf den BHV dann das Team aus Niedersachsen. Die allerdings mussten erst einmal gegen Hessen bestehen und das war gar nicht so einfach. Die Süddeutschen in Weiß mit eiskalter Chancenausbeute gingen schnell in Führung und zogen den Jungs in Grün erst mit 3 und dann mit 4 Toren davon. 8:4 durch Dimitri Ignatow, die Jungs von Markus Berchten also perfekt eingestellt. Naja, wir haben, denke ich, viele Sachen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir auch umgesetzt bekommen. Haben in der ersten Halbzeit auch gut gegen Kreisläufer verteidigt. Und ergaben sich dann mal die Möglichkeiten für den HVN, wurden diese zu oft vergeben. Zur Halbzeit stand es dann 15:9 für Hessen. Die Jungs mit dem Löwen auf der Fahne bestimmten aber auch die zweite Hälfte der Partie. Zwar versuchten die Grünen von Christine Witte sich gegen den Favoriten zu stemmen, aber das nützte leider nichts. Schöner Tempo-Gegenstoß von Dimitri Ignatow mit seinem 6. Treffer zum 28:17 Endstand.
Ich denke, wir müssen auch vieles verbessern. Also besonders dann halt über den Kreis haben wir viele Tore bekommen. Das müssen wir auf jeden Fall besser machen und im Angriff geduldiger spielen. Aber ansonsten fühlt sich gut an. Vorne geduldig gespielt, sicherlich auch das nötige Quäntchen Glück gehabt. Einigen Abprallern, die wir da bekommen. Ich glaube, 6, 7 Dinger vom Kreis dann liegen lassen, freie Würfe von außen. Ist dann schwer, gegen so einen Titelanwärter zu gewinnen. In der Haupthalle hieß es dann Beine hoch und ausgeruht bis zum zweiten Vorrundenspiel. In der Lilli-Henoch-Halle dagegen war das noch nicht der Fall, also schnell rüber. Zum Verschnaufen blieb aber nicht viel Zeit. In der Lilli-Henoch-Halle, übrigens die Trainingsstätte der Füchse Berlin Männer, ging es im Spiel 2 für beide Mannschaften um einen erfolgreichen Start ins Turnier. Gegenüber standen sich mit dem Handballverband Westfalen und dem südbadischen HV zwei gleichwertige Mannschaften. Im Spiel allerdings sah das ganz anders aus. Die Südbadener mit einem furiosen Start. Gleich mit 4 Buden ging man in Front, was sich über das gesamte Spiel mehr oder weniger hinwegzog. Zwar konnten die Männer in Rot wie hier durch kleine Nadelstiche wieder aufschließen, doch die bessere Spielanlage lag ganz klar bei den Süddeutschen. Durchgang 2 erinnerte dann teilweise an das vorangegangene Spiel. Wie Berlin verlor auch der südbadische HV zunehmend die Kontrolle und führte 10 Sekunden vor Schluss nur noch mit einem Tor. Doch die Westfalen scheiterten schlussendlich am Keeper und verloren das Spiel 22-23. Wir haben am Anfang von der zweiten Halbzeit sehr viel verworfen bei dem Torhüter, weil der sehr stark war. Und wir haben halt zum Glück noch die Linie gefunden wieder in der zweiten Halbzeit und dann wieder auf 2 Tore weg. Und dann halt am Schluss mit ein bisschen Glück halt gewonnen. Neben den ersten Partien blieb aber vor allem eins im Kopf hängen. Das Tempo und die faszinierende Spielweise der jungen Sportler beeindruckend. Also ich kann den Vergleich ja zu den letzten Jahren nehmen und das Spielniveau ist sehr hoch, eventuell auch höher wie die letzten Jahre. Und was besonders faszinierend ist, ist eine große Ausgeglichenheit da in den Spielen. Also beide Spiele hier in der Halle sind ja sehr knapp ausgegangen und das zeigt, dass wir auf einem ganz hohen ausgeglichenen Level spielen. Damit waren die Vormittagsspiele beendet und alle gespannt auf die nächsten Spiele am Nachmittag. We'll be right back.